verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines und hier an meiner Seite der wundervolle Jonas Imam. Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Frank Fürcheck. Hey, ich bin der Vater, den ihr gern hättet. Und ich bin Ivan Thieme, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Wir haben einen Winter überstanden, die Sonne scheint, wirklich, das ist, man kann förmlich den Frühling spüren, finde ich. Berlin kitzelt einen gerade so richtig durch, eine riesige Kitzel. Berlin lovebombt einen gerade, muss ich sagen. Ja, wirklich sagen. Ich habe nicht vergessen, was du mir 7000 Monate gerade angetan hast. Ja. Jetzt schenkst du mir einen Sonnenstrahl und du tust so, als ob alles wieder okay wäre. Und ich muss gestehen, ich habe sofort vergessen. Ich habe auch sofort vergessen. Ich bin so glücklich gerade in Berlin. Oh Mann, ey. Jungs, wie geht's euch? Oh, fantastisch. Bello Fantastico. Bello Fantastico. Ja. Das ist schon mal eine Steigerung. Das ist nicht nur fantastisch. Nee, es ist Bello Fantastico. Und was kommt nach Bello Fantastico? Was ist du musst so viele Hundewitze unterdrücken gerade. Ja. Was ist der fantastische Hund. Der fantastische. Was ist über Bello Fantastico? Oh, ich weiß gar nicht, ob es was groß gibt über Bello. Ja. Also über Bello Fantastico ist ja schon blanke Ekstase. Ja, ja. Das ist ja dann nur noch so blanke, gut gemeinte Sodomie. Okay. So, das machen was? Wir. Sodomie? Ist Sodomie nicht so Dinge in Po machen? So ekstatisch? Ach so, ja, ich dachte, aber... Nicht das mit Tieren. Das ist deine... Naja, Sodomie ist auch, glaube ich... Naja, ist nicht so wichtig. Also, ich sag mal so, du hättest es fliegen lassen können, dann wäre es nicht ganz unangenehm. Ich weiß, aber ich dachte gerade, du wolltest was anderes sagen. Weil ich dachte, das ist so ein komischer Vergleich zu sagen, das ist blanke Sodomie. Aber so gut gelaunte. Sag mal so gute Laune, gut gelaunter Po-Sex. Ich glaube, Sodomie ist oft gut gelaunt. Glaube ich auch. Erstmal. Weil Sodomie klingt voll böse und hart als Wort. Warte mal, also ich muss mal unschuldigen Ivan hier raushängen. Also Sodomie war quasi das, wo Leute jemanden hauen und die Leute, die gehauen werden, finden es geil. Nein. Nee? Nee, das ist... Hä, aber das ist doch ungefähr. Das ist Masochismus. Aber er hat doch gerade mehrfach gesagt, dass das ist... Das ist Dinge in Po. Ah, okay. Das nennt man Sodomie. Oh, das werden wir alles flaggen müssen. Für die Werbeeignung, ja. Ja, meine Güte. Das ist doch hier... Das ist ja, wir haben ja nicht gesagt, dass wir das supporten. Ja, wir sind dagegen. Wir sind eine objektive Meinung hier. Nee, mir geht's super. Wisst ihr, was ich jetzt angefangen habe? Und zwar... Zu rauchen? Ich nehme... endlich rauche ich. Ich brauche vom Mad Monkey Room zu mir nach Hause, wenn ich so mit meinem Scooter fahre, ziemlich genau 38 Minuten. Ja. Und jetzt, wo so die Frühlingsabende einen so langsam wieder kitzeln, fahre ich jetzt mit meinem Scooter immer so nachts so 40 Minuten durch Berlin. Ja. Und das ist so geil. Ey, so eine lange Nachtfahrt durch Berlin auf einem Roller. Ich habe mehrere Fragen. Erstmal, das kommt ja auch sehr auf die Strecke an, die man fährt. Ja. So, hast du dir, was für eine Strecke, was siehst du denn? Also nimm uns mal einen kleinen Sightseeing-Trip mit. Oh, ich weiß nicht, ob das gefährlich ist. Der Mann ist prominent. Du willst aber nicht so prominent. Du willst nicht, dass sie da Seile spannen und sowas. Am Alex. Auf der anderen Seite, du bist der Erste, der wahrscheinlich einfach drunter fahren kann. Ja. Also, gehen wir nur einen Haarschnitt. Wenn du die siehst rechtzeitig zumindest. Mit Monkey Room und dann fährt man Richtung Alex. Ja. Dann einmal über den Alex und dann so Kreuzberg rein, Janowitzbrücke, Heinestraße, dann Gneisenau, Haselheide hinten, dann am Tempelhofer Feld vorbei. Du fährst ja an allen Drogenzentren vorbei. Ich hab hier wirklich jedes Drogenzentrum der Stadt mit. Du fährst vorbei, Leute halten dir so Beutel hoch, du nimmst die so vorbei. Und es ist mega geil, weil die Stadt fängt wieder an nach so Berlin-Sommernächten. Nach Gras zu riechen. Ja. Aber wirklich. Was so ist denn deine Bestzeit gerade? 38? Ja, 38 glaube ich glatt. Ja. Aber du, versuchst Ivan, du, Bastian, deine Bestzeit zu... Ivan. Da geht es ja nicht um Geschwindigkeit. Ivan, es geht nicht um Bestzeit. Doch, es geht immer um Bestzeit. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Falk sitzt ist auf seinem... Na, der macht so immer kleine Linien. Immer wirklich so. Ja. Und dann hört er aus den 90ern die massiven Töne. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Ja. Okay, da muss ich einmal kurz wehtun und das passiert dann wohl nicht in der Realität. In meinem Kopf, ich habe einen ganz anderen Song gehabt von Wiz Khalifa und Snoop Dogg. Dieses We just having fun. Wild and Free heißt es quasi. Ah, oder Young and Free, bin ich ganz sicher. Ich glaube, Wild and Free heißt es. So Smooth and Piano Jazz. Nein. Nice. Nelly, come Ride With Me? Geiler Song für... If you wanna go and ride with me. Aber keiner will ride mit dir auf dem Scooter. Nee, kann man auch gar nicht. Das Maximalgewicht sind 90 Kilo, weil ich so einen Billig-Scooter habe. Oh, kannst du noch einen 15-Jährigen mitnehmen, der nicht viel gegessen hat? Was glaubst du, wie ein 15-Jähriger wiegt? Also viele von denen sehen für mich, als ob sie 30 wiegen. Ey, wegen so viel mehr. Aber dann hast du für dich auch so eine gute Cap. Du darfst nie mehr als 90 Kilo wiegen, ne?
Also es wäre schon absurd, wenn du 90 Kilo wiegen würdest. Also ich wollte sagen, es wäre eh verrückt. Ja. Und wenn, Ivan, kann ich ja sagen, ich kaufe einfach einen teureren E-Scooter, der mehr aushält. Also das ist ja auch aber voll eine Möglichkeit. Hatte Jonas nicht den Joke, dass du dir zwei kaufst, wenn du so ein Auto hast? Ja, das hat sich dann wohl in der Praxis gar nicht als so komfortabel ausgewiesen. Naja, was ja geil wäre, wenn du zwei hättest, wenn du zwei hättest und du dann so Krokodile drumherum baust. Also nicht echte, sondern so styropormäßig oder so. Dass du so auf zwei Krokodilen das wär so geil durch Berlin fährst. Mhm. Und dann könnte ich auch so aufs Wasser rauf. Ja. Hätte auch gleich ein Hoverboard. Ja, wenn die floaten. Naja, du bist ja schon im Rollergame drin. Du hast ja gesagt, bin super tief genau, du kannst aufblasbare Krokodile. Ja, das meine ich ja. Ja, okay. Ja. Du willst ja auch, ich dachte, du wolltest ein Upgrade machen. Es Upgrade steht auch noch im Raum. Ja. Aber man muss ja mit Kind jetzt immer gucken, was kauft man wann, wie viel Geld gibt man aus. Und da ist ein neuer E-Scooter, habe ich wohl von meiner Familie erfahren, wohl gar nicht so weit oben in der Notwendigkeitsliste. Verstehe. Deswegen wird der alte erstmal ein bisschen ausgerottet. Ja, aber eigentlich bist du schneller bei deinem Kind. Ja, aber das stimmt ja auch nicht ganz. Ich kann ja auch mein Auto nehmen. Ja, das stimmt. Also, ganz kurze Nebenfrage und du musst die auch nicht beantworten, aber reden wir über die Familie oder reden wir über die Familie? Nee, wir reden über die Familie, nicht über die Familie. Okay, okay. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Familien? Das findest du noch raus. Du weißt es oder du weißt es nicht. Wenn du nochmal so eine blöde Frage stellst, weißt du es gleich. Nee, aber jetzt mal ehrlich, mir geht's wirklich super. Ja. Ich hab ja, vielleicht kann ich einmal da kurz zwei, drei Sätze sagen. Ich hab ja Solo-Tour-Auftakt jetzt endlich mal gehabt. Ja. Nach langem Warten und Aufregung. Und es ist einfach nur geil. Sehr schön. Es macht einfach so viel Spaß. Ihr beide habt das ja vor mir abgehakt, das Thema, das einmal super lange spielen oder mehrfach super lange spielen. Man kämpft nicht um deren Gunst. Nee. Man hat die so, also nicht sofort, aber man spürt einfach so, die Leute haben Bock. Ja. Ja. Aber ich sag mal so, wenn du sie, also auch da ist wieder spannend, wie jede normale Crowd, auch wenn sie dir fürs Solo gut gestellt sind, also eine Crowd kann man immer verlieren, auch wenn sie ein Ticket für dich kaufen, aber ich hab das erste Mal so, ich mag das voll, dass ich jetzt Zeit habe. Ich habe so im Solo gemerkt, dass das Solo oder die Zeit, die ich dafür brauche, auch eine Zeit ist, die für mich, also mir spielt das eher in die Hand, als dass es anderen Comedian in die Hand spielt, die halt immer die ganze Zeit so super schnelle Jokes haben, die keine Erklärung brauchen. Ja. Und bei mir ist das voll nice, weil ich kann mich in der ersten Hälfte erklären, in der zweiten Hälfte können wir dann ein Fass aufmachen, weil die erste Hälfte erklärt ist und dann spielt sich die zweite geiler und also ohne Witz, künstlerisch eine übelst geile Erfahrung. Also es fühlt sich einfach geil an. Also in der ersten Hälfte erklärst du nur Dinge. Nur erklären. Ja. Du erklärst nur Dinge. Zwei mal zwei ist vier. Erstmal die AGBs. Und drei macht neune und so. Ja. Und dann. Und es ist natürlich auch wundervoll, Punchies dabei zu haben. Das ist, merkt man, die sind nochmal extra toll. Die lächeln in der ersten Reihe. Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so mutige HörerInnen haben. Die sitzen dann wirklich so ganz nett in der ersten Reihe und lächeln einen an. Ja. Wir brauchen eigentlich wieder diese Anstecker. Wir brauchen diese Parteiabzeichen. Ja, wir brauchen wieder Pins. Damit die Leute das so zeigen können. Ja, die Pins sind eh immer gut. Ja, ja. Ja. Nee, also hat mega Spaß gemacht. Ich habe jetzt, was habe ich gemacht? Hamburg, Frankfurt, Erlangen, Köln. Die vier großen deutschen Städte, sage ich immer. Ja. Sind ja die großen vier. Ja. Und alle, richtig Spaß gemacht. Erlangen, tolle Stadt. Ey, wisst ihr, wie weird das für mich war, wieder in Erlangen zu sein und so dann so durchzulaufen oder so in diesen Laden reinzugehen, um da mein Solo zu spielen, wo ich Hausverbot habe? Das war eine große Redemption Arc. Das war wirklich eine große Redemption Arc. Ja. Und wir können jetzt eigentlich deinen Biopic drehen. Ja. Ist jetzt vorbei. Ja. Eigentlich schon. Also jetzt ist der wichtigste Teil ist jetzt gelaufen. So, wir haben uns mit Erlangen versöhnt. Und du hast ein Kind. So, das ist so das Ende vom eigentlich Film. Eigentlich ist wirklich auch das Ende, ne? Vom Film. Ey, ich war in Erlangen in einem spannenden Hotel, von dem ich euch erzählen möchte. Mhm. Das ist jetzt so eine Reihe, die kommt gerade. Möchte ich euch gerne auch, ihr seid ja auch, sagen wir mal, Handelsreisende. Ja. Ihr handelt ja mit Witzen, auch gerne außerhalb von Berlin. Ja. Und die heißen EcoSmart, die Hotels. Und das Geile ist, die sind super billig für Apartment-Hotels. Das heißt, du hast wirklich ein ganzes mit Küche, Balkon, Schlafzimmer, Wohnzimmer, also für so 60, 70 Euro, wow. was insane billig ist. Und für eine Nacht. Für eine Nacht. Ja, aber das ist ja wie Numa. Dafür habe ich ja schon Werbung gemacht. Aber haben die auch wirklich Küche und alles abgetrennt? Ja. Na, abgetrennt nicht. Wie machen die das so billig? Haben die noch Personal? Ich habe keins gesehen.
Weil das fand ich auch spannend. Du musst eine App irgendjemand wechselt da die Laken, aber ich weiß nicht wer. Weil da musst du auch eine App runterladen und hast du quasi die EcoSmart App und dann machst du Check-in und dann kannst du mit deiner App so die Haustür öffnen. Wie viel Rabatt hast du denn jetzt bekommen dafür, dass du es gar nicht? Kein Cent. Und dann müsst ihr euch die App downloaden mit dem Promocode Falk Erlang. Ja, ey, aber rein, nur wenn ihr wollt. Aber ohne Witz, ich bin so ein Sucker, wenn man mir eine App gibt, wo man so einen Riegel zur Seite schiebt und dann geht eine Tür auf, dann habe ich die Zeit, wie ein Kind habe ich die Tür wieder zugemacht und sie wieder aufgemacht. Yes. Wie so ein Achtjähriger stand ich vor der Tür. Achso, bei Nummer hat man, muss man einen Code eingeben. Ja. Da kriegt man noch die... Ja, und das fand ich so geil, high-techig, das hat mich richtig abgeholt. Und auch so ein Hotelzimmer mit einem Balkon, das ist ganz geil, muss ich sagen. Ja. Das ist wirklich einfach, weil wenn man dann so ein nettes Solo hat und man sitzt noch so auf dem Hotel und auf dem Balkon und hört so ein bisschen Podcast und trinkt einen Tee, war voll geil. Ja. Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, Köln mit die furchtbarsten Hotels, die es gibt. Ja. So überteuert. Voll, ja. Also außer man kriegt das irgendwie gestellt, dann ist es irgendwie... Ja, aber die sind ja auch immer furchtbar. Ja. Also Veranstalter, Hotels... Da liegt ja, also da muss man immer die Decke mal hochmachen, um zu gucken, ob Gitti noch drin liegt. Ja. Also die Frau vom Veranstalter. Ich muss kurz das Atelier-Theater loben. Stopp mal ganz, da kannst du dich einfach drüber hinwegkehren. Stimmt, ich habe auch gerade das so. Was ist dir denn passiert? Nein, das ist mir nicht passiert. Aber es klang sehr, zu echt. Erstmal möchte ich sagen, vielen Dank an alle Veranstalter. Und ihr seid ganz tolle Menschen. Ja, und danke an Gitti. So eine tolle Nacht. Aber, also da sind ja wirklich manchmal... Auch mal schön, eine Frau mit Erfahrung im Bett zu haben. Ja, die hält mit das sehr Ding viel warm. Lebenserfahrung. Die hat das richtig warm gepupst die letzten 8 Jahre. Das sind ja so schon teilweise so sehr so, ich sag mal so abgeranzte Vetternwirtschaft-Hotels, wo man so weiß, oh, hier der Johannes hat da bei der Gitti, der macht da das schon seit 40 Jahren, deswegen so, kriegt er das Zimmer das sind so billig. So Hotels, wo ich man fremd mit dieser Gitti immer. Ja, das ist so eine, das kann auch eine Moni sein. Du musst dir Gitti eher als Idee vorstellen. Okay, ich stelle mir Gitti als Idee. Ich habe meinen Vergleich, glaube ich, nicht gehört. Nee. Das sind so Hotels, wo man fremd geht. Wo Leute fremdgehen, nicht ich würde nicht fremdgehen. Ich würde fast sagen... Was verplappert ihr euch denn heute so hart? Ich verplapper mich gar nicht. Nee, ich stehe zu allem. Genau, du hast hier nur Spaß gemacht, als die Frau des Veranstalters in deinem Bett lag. Und der gute Mann geht hier fremd, das wusste ich auch nicht. Ich würde fast sagen, die Hotels sind zu schlecht für einen Seitensprung. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Ja, das ist fast schon zu shady. Ja, das ist wirklich so, dann hältst du aber auch wirklich gar nichts von der Person. Also das ist so, ich habe hier gespart. Ja, ich muss das Atelier-Theater loben, wo ich mein Solo in Köln gespielt habe. Denn die haben im Theater selber quasi hinter dem Büro ein Gastzimmer. Mhm. Und es ist so ein Gastzimmer, kennt ihr das so, wenn man vorher zum ersten Mal bei einem Kumpel in der Schulzeit übernachtet hat? Und diese Text, also stellt euch vor, ihr seid in der Grundschule, ihr kommt in so ein Zuhause, wo ihr noch nicht wart, und ihr übernachtet bei einem Kumpel, alles super, der Abend ist super, ihr habt Smash Bros. Gezockt, ihr habt eine gute Zeit. Und dann liegt da die Frau des Veranstalters im Bett. Nein, und dann darf ich die stillen? Und dann geht man so, legt man sich schlafen, dann kriegt man so ein kleines, ist so ein Bett, und die Textur, also das ist so, die Textur dieser Decke hat so einen ganz guten, also es ist einfach gute Baumwolle. Versteht ihr, was ich meine? Das sind einfach so gute, einfache Decken und Kissen. Es ist kein Luxusbett. Du hast gerade eher die Geschichte erzählt, wie du einmal bei einem reichen Kumpel gepennt hast und wie es dein Leben verändert hat. Es ist nicht reich, es ist so ein Bett, es ist leicht unförmig, aber es passt irgendwie alles. Es hat so eine gewisse Coziness. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich übernachte gerade bei einem Grundschulkumpel dort, und ich habe extrem gut geschlafen. Interessant. Extrem gut. Aber eigentlich hast du gerade einfach nur in 200 anderen Comedians übernachtet. Oh, jetzt... Nee, das wurde... 100%ig, na sicher. Die Bettdecke hatte einen frischen Perwoll-Geruch. Ja, nee, das glaube ich auch. Aber man weiß ja auch, also man weiß ja auch, wer da schon alles drin geschlafen hat. Ja, das stimmt theoretisch. Aber das hast du ja bei Hotels immer. Nur, dass du da halt genau weißt, wer es war. Ja. Ja. Ja, stimmt. Das ist immer ein Unterschied irgendwie. Du kannst den Kreis einengen. Ja, schon. Ja. Nee, deswegen, und das ist ja auch unschlagbar, weil du bist ja direkt beim Hotel, also du bist ja direkt beim Zimmer. Ja, das ist schon ganz geil. Und dann hatte ich nachts so ein, wollte ich was Süßes, hatte aber nichts. Und habe die ganze Backstage, das hatte so eine Dose gefunden. Und dann so alte so Gummibärchen. Du bist so ein Tier. Aber. Du bist nachts von dem Backstage leer. Wirklich das Leben eines Waschbärs. Aber ich habe dann dem Typen gesagt, dass ich es gegessen habe. Genau. Nachdem er dich früh gefunden hat, wie mit so einem schokoladebeschmierten Gesicht. Mein Bauch hier. Ja, nee, ich hab das schon wohl witzig gegessen. In so einem, ich hatte auch ein bisschen schon, Angst, ja, weil das ist so ein Theater, was so ein Nachtstheater haben, ja, wo so ein Spookiness. Ja, finde ich auch. Und dann, das sind die Geister aller der gestorbenen Karrieren, die da. Ja, es ist so.
Ja, sind nicht mal die Leute. Werde auch ich ein Geist dort sein. Das sind nur so alte Tourplakate, die so lang wehen. ich überlege, was ist noch so. Was glaubt ihr, wer die berühmteste Person ist, die im Atelier-Theater sind? Ich möchte jetzt einen Film sehen, ehrlich gesagt, in dem Ivan Thieme nachts eingesperrt ist in so einem Theater. Mhm. Und dann stellt er fest, da sind da eine Gang von Waschbären und das ist sozusagen sein Die Hard. Also es geht darum, an die Süßigkeiten zu kommen und es ist einfach Ivan versus Waschbären. Das ist ein richtig süßer Die Hard. Ja, es ist ein süßer Die Hard-Film, aber er wird manchmal auch ganz schön heftig. Also, wie viele Waschbären? Also, oh, viele. Ja. Was würdest du sagen, wie viele Waschbären? Ich sag mal mindestens 9. Ich wäre so 15, 16 gegangen. Die haben es auf mich abgesehen oder wollen wir alle die Süßigkeiten? Nee, wir wollen alle die Süßigkeiten, aber, und Waschbären kennen kein Pardon. Aber sie wissen auch, dass jemand anderes noch die Süßigkeiten will und das wollen sie schon mal nicht. Ja. Also es ist egal, ob du, also die würden mich auch umbringen wollen, aber du bist halt in dem Film denen, die umbringen wollen. Ich glaube, ich würde so wie Hulk so diesen Waschbär beim Schwanz nehmen, einfach so die ganze Zeit auf den Boden hauen. Aber es sind ja 15. Wie gesagt, mindestens 15. Ja, dann haue ich die quasi so wie Sauron, gehe ich durch die Menge mit. Glaubst du, er schafft 15? Glaubst du, er schafft 15 Waschbären? Ernst gemeint, Frage? Ey, das finde ich wirklich eine schwierig. Weil 15 Waschbären ist ein... Weil die sind garstig, die sind was wuselig. Was glaubt ihr, was ich sage? Ja, hast du gemerkt, dass ich ihn gefragt habe? Weil ich genau wusste, das Jahr muss ich mir nicht abholen. Das steht ja schon eingeloggt. Wenn es ums Leben und um Tod geht, schaffe ich 15 Waschbären. Ohne Waffen? Da musst du dir doch immer das Genick brechen, ne? Ist auch, also, die haben echt Zähne. Also, die haben richtig Zähne. Ja. Und wenn ich einmal beiße. Schaffe ich es in die Küche zu rennen oder über meinen Weg? Ich bring grad 1 gegen 15. Ach, du hast überlegt, ob du dir noch ein Messer holst? Ja. Schaffst du es in die Küche? Du musst 3 überwinden, dann darfst du in die Küche. Backstage sind manchmal Gabel. Eine Gabel schon mal. Ja, aber eine. Die haben so ein dickes Fell. Ich weiß nicht, ob eine Gabel reicht. Und dicke Bäuche auch. Ja. Dickes Fell und dicke Bäuche. Boah, ich glaube, ich würde es nicht schaffen, ehrlich gesagt. Ich glaube, 15 ist richtig krass. Ja, 15 ist krass. Weil, wenn die ersten dich beißen, verliert man auch die Kontenance. Oh, und vielleicht wenn choked eine man. Beißt, dann. Ja, wir so. Und die, ernst. Ey, die klettern halt auch sofort an dir hoch. Exakt. Die sind so gut im Klettern. Und die ihre haben Hände. So kleine Finger, da machen die die nass und stecken die ins Ohr. Ich hätte noch nie zwei Bisse gleichzeitig. Gesehen, was die für Krallen haben? Ja, die haben so richtig lange, scharfe Krallen. Ich hätte noch nie zwei Bisse gleichzeitig. Das muss krass sein. Ja, der Körper muss so verwirrt sein. Ja, vor allen Dingen, also die sind auch, die stehen auch nicht darüber, dir in die Genitalien zu beißen. Das machen die auch. Darf ich euch eine TikTok-Frage stellen, die auf TikTok ganz oft viral gegangen ist? Ich habe das Gefühl, das war gerade eine TikTok-Frage. Nee, wie viele Waschbären schaffst du? Das ist auch eine TikTok-Frage. Aber es gab, ich habe 2 TikTok-Fragen dabei. Ich habe mir die sogar extra aufgeschrieben. Mhm. Eine Frage, die ganz oft in letzter Zeit gestellt wurde, und ich möchte die euch auch stellen. Ja. Was glaubt ihr, was das größte Tier ist, was ihr mit euren Händen erlegen könnt? Das größte Tier, wirklich rein massetechnisch Größe, und ich gehe gleich vorne weg, jetzt nicht, also ohne Waffen. Ja, ohne Waffen, und wenn ihr einen Fisch sagt, müsst ihr ihn im Wasser erlegen. Ja. Ihr könnt jetzt einen Fisch entlang ziehen. Unmöglich. Im Wasser, das ist keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Schaffst kaum einen Karpfen, glaube ich. Ah, so ein Chokehold und dann... Muss so ein weirdes Bild sein, so ein Karpfen in der Armbeuge zu haben. Ich glaube. Ja, das größte Tier. Wirklich, ich glaube, das größte Tier, das klingt jetzt so vielleicht... ich denke mir halt, welches Tier ist am ungefährlichsten und am größten? Das ist ja die Rechnung, die ich versuche zu machen. Ja. Und da muss ich sagen, ich denke mal, dass ich bei einer Giraffe schon eine Chance habe. Keine Chance. Im Leben nicht. Oh mein Gott, das ist der König der Selbstüberschätzung. Wirklich? Ich finde es auch krass, dass er überlegt, also du sagst ja gerade einfach nur... Bringt dich in 30 Sekunden wie denn? Um. Mit ihrem Hals. Die machen sie nach unten und schlagen dich. Das sehe ich doch schon von 10 Metern, von oben sehe ich das kommen. Ich sag mal so, ich habe mir gewünscht, dass jemand eine Antwort hat, die delusional ist. Ja, ja. Aber dass das jemand das größte Landsäugetier nennt. Meine Damen damit und Herren, ich nicht gerechnet. Jason Derulo. Das ist ja insane. Jason Derulo. Jason Derulo. Das ist der Name für die Folge. Ja, Jason Derulo. Nee, aber sorry, von den Tieren in der Savanne ist das Bruder, hast du mal gesehen, wie die kämpfen? Ja, die kämpfen halt mit ihrem Hals. Du weißt, dass die Löwen töten mit Tritten. Wirklich? Ja. Weißt du, wie groß die sind? Das hab ich noch nicht gesehen. Du bist einfach Asche. An sich Asche. Sind ja Giraffen, sie sind keine Predators. So. Aber Ivan, die nächste Frage wäre ja überhaupt auch, wie bringst du denn die Giraffe um mit deinen Kicks? Ganz effektiv, ganz stumm. Wirklich, ich weiß, dass ich Low-Kicks kann. Schöne Imanari-Roll zum Enkel. Die Giraffe tappt mit ihrem Hals. Mit Low-Kicks ist das delusional. Naja, guck mal. Okay, pass auf. Das ist fantastisch. Wie viele, sagen wir, ich habe 3, ich kann nur 3 Charges von ihrem Kopf aushalten. Nein. Okay. Du hältst keinen aus. Ich meine, das ist vollkommen ernst. Hast du gesehen, wie die ausholen? Wie groß ist so deren Kopf so, ne? Ja, locker riesig. Ey, das ist wirklich... Das ist, glaube ich, keine schlechte... Ich würde sagen, deutlich größer als ein Pferdekopf. Ja. Deutlich größer.
Wenn dich das Ding trifft, wenn die ausholen, ja, bist du höchstwahrscheinlich tot. Ja, ein Pferd schaffe ich aber auch nicht. Nee, würde ich auch sagen. Pferd ist auch schon nicht drin. Was mit so einem Shetland-Pony? So ja, das macht gar keinen Sinn. Das ist ja, dann ist es an Aufgabe vorbei. Da ist viel also Fleisch dran. Die wiegen viel. Ja. Also, wenn's also wir sind zumindest schon mal deutlich größer als eine Katze oder ein Hund. Das kriege ich irgendwie nicht hin, kopfmäßig. So, das ist nämlich auch nochmal eine Frage. Kann man dieses süße kleine Zuckermäuschen da umbringen? Also ich habe eine Antwort, von der ich glaube, dass sie machbar wäre. Ja. Es wird aber immer sehr, sehr schwierig und es ist sehr am oberen Ende. Ja. Wenn man es drauf anlegt und das Tier nicht wegkommt, ich nenne jetzt nämlich auch ein Fluchttier, glaube ich, dass ich in einem guten Moment ein Reh schaffen könnte. Ja, ich weiß. Die können auch treten. Ja, und auch Hörner. Beißen, glaube ich. Können auch Beißen tun die eher nicht, ne? Aber gibt's nicht auch die keine. Dann dürfen die keine Hörner haben. Wenn die Hörner haben, ist vorbei. Dann habe ich keine Chance. Ich glaube halt, du kommst nicht so nah an ein Reh. Nee, aber ja, aber nehmen wir mal an, also... So 1-1? Ja. Genau. Also, ja. Ist einfach in dem Raum. Wir sind in dem Raum. Oktagon. Ohne Messer. Ja, also genau. Oktagon ohne Messer. Oktagon. Ja. Dann würde, also das ist mein ernsthafter Call. Bruce Buffer auch. Ja. Und Herb Dean. Ich glaube, dass das Realist, kann mein Sprachfehler nicht, dass ich das vielleicht noch hinkriege in der Größe. Aber wie willst du es denn töten, wenn du keine Waffe hast? Was ist deine Vorstellung, wie du den umbringst? Einfach so gegen Kopf hauen, ne? Boah, ich glaube, deine Hand geht kaputt, bevor du das Ding kaputt machst. Sehr gut möglich. Ja. Sehr gut möglich. Ich sag nicht, du brichst dir wirklich, wenn du mit zu viel Kraft und wenn du zu wenig machst, dann nervst du es einfach. Ja. Die sind ja Tiere, die, aber dafür, was ist denn mit Choken? Die sich evolutionär glaubst entwickelt du, haben, um gegen andere Tiere gegenzurennen okay, mit ihrem Kopf. Aber glaubst wenn du, das ein Oktagon ist, dann gewinne ich gegen den Fisch. Ja, aber also es muss schon im natürlichen Habitat sein. Nee, aber Oktagon, das wäre dann unter Wasser. Genau. Also es wäre dann ein großes Aquarium. Genau, in einem großen Aquarium. Und da ist mein Geld wieder beim Karpfen. Ja. Also ich finde, man sollte irgendwie in einem natürlichen Habitat des... Weil guck mal, wie viel Stress ist für die Giraffe, erstmal zu fliegen. Die kommt ja schon geschwächt an. Ja, die kommt ja so komplett delusional. Die Wayans auch. Das ist ja nicht die auch. Das ist ja so ein großes Handtuch gibt es ja gar nicht. Du kannst dich mit einer Giraffe nicht auf einen Catchweight einigen. Das funktioniert nicht. Genau. Wie wollt ihr Kopf an Kopf stehen? Ich hab dem ja angeboten, wir kämpfen bei 200 Pfund. Aber er hat gesagt, nein. Ja, wir machen 4 Tonnen. Ja, genau. Nee, also irgendwie muss ich sagen, es muss irgendwie dieser Aspekt des natürlichen Habitats drin sein. Also ich würde ja auch mit dem Reh im Wald, aber dann... Es geht ja nur um die Größe ungefähr von dem... Okay. Also einfach, dass es nicht wegrennen könnte. Wegrennen ist scheiße. Okay, dann verstehe. Das ist ja kein Kampf. Okay. Also ich weiß auch, dass das ein bisschen... Ja. Also das ist sehr auf Kante genäht, der Call, das ist mir schon klar. Ich weiß was. Es gibt so kleinere Rehe, ne? Red du erstmal zu Ende, aber ich glaube, ich habe einen guten Call. Ansonsten hätte ich noch ins Feld gefühlt, das ist jetzt nicht so groß, aber wo ich mir sicher bin, und das wird eklig, das wird nicht fun, und ich werde nicht erhobenen Hauptes da rausgehen, ich schaffe einen Fuchs. Oh nee, Fuchse sind garstig. Die sind garstig. Also ich hole mir Bisse. Ich hole mir Bisse, das wird unschön. Ja. Aber ich bringe ihn wahrscheinlich eher um als er mich. Wenn wir es drauf ankommen. Aber du stirbst dann wahrscheinlich an irgendeiner Krankheit danach. Ja. Ja. Also ich habe jetzt zwei gute Picks. Ich bin gespannt. Einmal einen Kaiserpinguin. Nicht schlecht. Ja. So richtig so, weil der ist genau auf meiner Kickhöhe. Also das ist so, ich bleibe bei meinen Kicks. Also mag ich als Call. Erstmal Jab, so unfaken und dann wirklich. Weißt du, wie du da nach unten jabben musst? Ja, genau. Kaiserpinguine sind ganz schön groß. Ja. Die sind Oschis. Die ganz großen. Und das ist ein sehr guter Call. Und eine Galapagos-Schildkröte. Ja. Ah, ich weiß nicht, du kommst da nicht wirklich ran. Wenn die einmal zumacht, ist wahrscheinlich vorbei für dich. Ja, aber dann, oh ja, ich krieg die nicht hochgehoben. Aber dann rolle ich die quasi in die Klippe runter. Moment. Ja, nee, also, das ist nicht umbringen, ne? Nee. Das ist eigentlich Also ich glaube, die hat eine zu hohe Defense. Das ist einfach nur Mord. Das ist nicht umbringen, das ist einfach nur Mord. Also ich glaube, mit dem Kaiserpinguin hast du einen guten Call. Ja, der Kaiserpinguin ist wirklich ein guter Call. Diesen Arsch, die sind so 300 Kilo, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Nee, die sind nicht 300 Kilo. 200? 200? Nee, glaube ich auch nicht. Sollen wir mal gucken? Ja, guck mal. Ich glaube nicht, dass die 100 haben, bin ich ehrlich. Ja, ja. Die werden ein bisschen drunter sein. Ich sag mal 60. Ja, finde ich auch. Die sehen zwar moppelig aus. Du hast nicht vergessen, dass viel davon auch einfach dieses Gefieder drumherum ist und so. Das macht bei Vögeln immer noch einen Unterschied. Hast du geguckt, Ivi, sonst schaue ich. Nee, ich habe gerade sehr kleine Federn. Oh, tut mir leid, Ivan, 25 Kilo. Wirklich? Ja. Tut mir leid. Kein Scheiß. Es hätte auch gedacht, dass du mir guckst. Ich bin 3 Kaiserpinguine? Ja. 75? Und übrigens, das habe ich schon sehr lange geglaubt, dass du 3 Kaiserpinguine bist.
Das bestätigt nee, wirklich bin, nur meine Vermutung. Nicht 75, aber. Aber ich möchte einmal nur ganz kurz feststellen, dass wir Ivan jetzt dahin bekommen haben, dass wir von einer Giraffe zu einem Kaiserpinguin ist. Was aber realistisch ist. Ja. Kaiserpinguin ist realistisch. Du halt. Da hast du wirklich das ganze Geld auf dir. Aber und der wiegt auch mehr als ein Fuchs. Gut genährten. Der ist richtig satt. Der ist müde, der will gar nicht. Ich will. Ja. Jetzt überlege ich die ganze Zeit. Das war so ein guter Call. Du musst ja nur was finden, was mehr als 25 Kilo wiegt. Ich hätte halt gedacht, sind nicht Pelikane auch schon? Schaf oder so. Oh mein Schaf Gott, ist nicht schlecht. Schaf ist auch aber ein Schaf weibliches Schaf. Aber die rammen einem auch mit dem Kopf, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber du könntest halt versuchen, du kannst wirklich dann versuchen, da drum rumzukommen, sag ich mal, um den ersten Rammer und dann musst du halt wirklich den würgen. Also, ja, du hast keine andere Chance. Mehr Anaconda-Choke. Also dann, Schaf halte ich auch für einen sehr guten Call. Schaf ist wahrscheinlich der beste Call. Ist aber auch, also da wirst du dir auch richtig, richtig was zuziehen. Also das wird ja, nicht wie gesagt, es geht immer nur um Kampf, um Leben und Tod. Ja, ja. Bei Schafen habe ich auch gar keine Skrupel, muss ich sagen. Schafe sind leider voll süß. Kühe. Ziegen sind Monster. Da siehst du den Satan in den Augen. Nee, aber die sind mir sympathischer. Ziegen als ja, Schafe? Ja, weil die einfach, die haben den Schalk im Nacken. Du weißt das, die. Ja, sind, ich weiß. Die haben Funny Bots. Die haben Bock, die sind funny. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Die haben den Schalk im Nacken. Ja. Aber die sind halt auch der Teufel. Wenn du einmal so in diese viereckigen Äuglein guckst, das dann merkst du auch schon, da ist der Teufel ja, am Berg. Aber dann verlierst du den Staredown ja schon. Ja. Gegen eine Ziege wird jetzt, finde ich, den Staredown okay. richtig schwer. Was ist mit einem Lama? Du musst nur diese Spucksache ausweichen. Die sind sehr groß. Die sind groß. Aber ich habe jetzt keinen. Die headbutten dich und so und treten dich und so ein Krempel. Und Lama. Lama finde ich auch. Ich glaube, alles. Lama kann es vielleicht noch schaffen. Alles, was geht in Richtung Reh so ein bisschen. Ja, genau. So ein ähnlicher Reh-Call. Aber alles, was du nicht alleine zu Fall bringen kannst, hast du eigentlich verloren. Aber ein Alpaka zum Beispiel kriegst du zu Fall, glaube ich, alleine, oder? Oh. Wenn du dich da richtig ranhängst, schwer machen. Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich hätte gedacht, dass das auch noch so mit so das obere Ende. Also alle Vierbeiner, ich habe ja früher einen großen Hund gehabt. Ne? Wir haben manchmal so aus Spaß gerungen und so. Und es war wahnsinnig schwer, die zu Fall zu kriegen. Das stimmt. Aber die haben auch einen tieferen Schwerpunkt. Die haben einen tieferen Schwerpunkt, ja, aber ich bin ja auch auf den Knien gewesen. Ja, der Hund von meiner besten Freundin, der ist zu stark. Ist wirklich viel zu stark. Ja, einen Hund würde ich auch niemals callen. Ja, ja. Die sind viel zu gefährlich fürs Gewicht. Ich habe noch einen guten Call. Und zwar habe ich in die Richtung gedacht von Tieren, die gerade beim Aussterben sind. Mhm. Weil die sind ja eh schon am. Die kennen ja nicht mehr dieses echte Kämpfen, obwohl die vielleicht eigentlich krass sind. So. Elaboriere. Ich möchte vielleicht gegen einen Panda kämpfen. Oh. Weil ein Panda, der ist so weit weg von Wildnis und Kampf. Das, die sitzen ja einfach ab. Es gibt ja wilde Pandas. Nee, ich meine Panda im Zoo. Zoo-Panda. Vorhin hieß es aber im natürlichen Habitat. Ist das Tier so zerzüchtet, dass der Zoo das natürliche Habitat geworden ist? Ich glaube nämlich in Szenario Pandas schon. Ich krieg ein paar, also der wird ja nicht wissen, wo oben und unten ist. Die Frage ist halt wirklich. Aber die haben auch Klauen und ich Zähne. Ich weiß, aber ich glaube, ich bin. Und die sind stark. Hast du mal gesehen, wie ich sag nicht, dass sie nicht stark sind, auch nicht, dass sie Klauen haben, aber ich glaube, die sind so weit weg. Ja, vom Kämpfen. Weißt du, was ich meine? Ich sehe, also ein Panda. Ich glaube, das ist ein Fake-Out. Ich glaube, wenn du mit einem Panda anfängst zu ringen, wirst du ganz schnell verstehen, Bruder, das ist ganz andere. Also die ich Kraft verstehe alleine. Den Punkt, aber ich, meine These wäre, wenn die merken, oh, das ist ein Kampf auf Leben und Tod, dann kommt wieder der Grizzly in den Raum. So, da sehen die rot. Das wäre mein Gedanke. Ich verstehe also den Punkt. Also von allen Bären, ja. Ja. Von allen Bären der anstandslos. Ja. Der aber ich würde einfachste. Niemals einen Bär callen. Ja. Bären sind Monster. Nee, das ist einfach Monster. Ja. Ich glaube, wenn wir irgendwas vergessen haben, vielleicht haben wir irgendwie so einen guten. Aber ich muss sagen, ich bin stolz auf eure Calls, weil ich habe auch genügend Videos gesehen, wo einfach erwachsene Männer mit einer Ernsthaftigkeit und ohne jede Ironie-Ebene sagen Schwarzbär. Ja, das ist verrückt. Also es ist wirklich verrückt, was also, Leute glauben, was sie können. Das ist nur, weil sie einmal jemanden aus Kasachstan gesehen haben, der aus Spaß mit einem Baby. Mit einem zahmen Bären, den sie seit 20 Jahren kennen, so gerungen hat. Nachdem ich Revenant gesehen habe, habe ich auch keine. Ja, Grizzly kannst du völlig vergessen. Ja. Also, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja, aber es gibt so. Ja. Ich glaube, also das Internet ist schuld daran, aber es gibt immer so witzige Clips, wo Bären so clumsy sind. Ja, und dann so winken. Du hast mir, glaube ich, ein Video gesagt, wo irgendwie ein Bär was geklaut wurde über einen Zaun und er kracht irgendwie durch den Zaun. Ja, komplett. Er will oben drüber steigen, schwingt aber mit dem Gewicht so ein bisschen nach unten und knallt unten komplett alle Lappen aus dem Zaun. Und er war so, ich gehe jetzt einfach, das ist so peinlich. Das ist so. Und es gibt manchmal auch Momente, wo auf fast ein bisschen aus wie so wie beim Turnen, wenn jemand so am Reck so ein. Stimmt. Und es gibt manchmal Clips, wo dann so Bären nicht merken, dass ein Mensch, der Mensch merkt nicht, dass ein Bär und dann sehen beide sich und dann schrecken beide sich und rennen. Ja. Dann denken wir dann natürlich. Das ist aber der einzige Grund, warum wir nicht ständig von Bären getötet werden, ist, dass Bären nicht genau wissen, was sie mit uns machen sollen. Ja. Wenn die einmal gemerkt haben, dass Menschen easy sind, hast du ein Riesenproblem. Ja. Ja, zumal die sind ja auch so garstig, weil die drücken dich ja einfach nur runter und essen dich. Ja. Das ist ja das Ekelhafte. Wenn du sagst, klingt es ein bisschen sexy. Was glaubt ihr, wie viel
fühlt es sich an, gegessen zu werden? Oh, ich glaube, es ist einer der schlimmsten Momente überhaupt. Weil du stirbst ja nicht direkt. Das dauert sogar richtig lange. Ja, es kann eine halbe Stunde dauern. Das dauert richtig lange. Je nachdem, wo er anfängt. Wo, ich hoffe, er fängt bei meinem Po an. Das dauert ja noch länger. Dauert noch länger. Weil dann habe ich mehr Zeit, dass Hilfe kommt. Ich, wenn ich einen Berg habe, ich spiele die schon so einfach. Aber, also freiwillig. Aber, ja. Machst du Honig drauf? Reifen, Honig einfach. Das ist das ganze Ding. Das ist Schatz. Aber was ja eigentlich immer die TikTok-Frage ist, die ich jetzt halt immer sehe, ist, womit wollt ihr lieber in einem Einkaufszentrum eingesperrt sein? Ganz alleine eingesperrt sein? Entweder mit einem ausgewachsenen männlichen Gorilla oder mit 5 schwarzen Mambas. Tödlichste Schlange Afrikas wahrscheinlich. Weiß ich, in welchem Laden die Mambas sind? Die sind nicht bei Footlocker, sie haben keine Füße. Aber ganz kurz. Ich habe ganz viele Fragen. Ist das, also ist die... Also das Szenario ist Einkaufszentrum, so wie die Arkaden. Aber ist so. Das nachts, ist geschlossen? Ja, sind kein Licht. Gibt's, du bist, also du bist alle alleine. Alle Läden sind an. Du bist eingeschlafen irgendwo in der Umkleide, wachst auf, alles ist zu... mit dir im Einkaufszentrum entweder ein riesiger, aggressiver Gorilla oder... Aber ist er aggressiv? Ja, muss sonst machen. Sucht er mich? Ja. Wirklich? Ja. Ja, dann Mambas. Also wenn mich der sucht... Soll Sachen tackern in den Läden. Aber weißt du, Mambas, die einzigen Schlangen übrigens, von denen ich weiß, dass die aktiv Smoke suchen. Also wenn du... Wirklich? Ja, die haben... Die lassen sich von allem provozieren. Ja. Also die sind wirklich so, was hast du gerade gesagt? Und du hast nichts gesagt. Also das ist was. Ja. Aber ich glaube... Aber man kann in die Läden und sich die Tools suchen, die du Läden... Hast, aber du musst die natürlich auch aufkriegen und so, ne? Also das ist auch nicht alles... Also einfach. Alles zu quasi. Ja, wie halt nachts zu Arkaden. Dann bin ich ja wirklich ausgeliefert. Einkaufszentrum. Nee, Mambas. Ich würde auch Mambas nehmen. Weil eine Nacht kann ich mich quasi bewegen. Wenn ich quasi on the move bleibe, dann komme ich von den Mambas weg. Aber die jagen dich vielleicht. Ja, das mag ja sein. Aber die können ja, also... Oh, die sind schnell. Stell dir mal vor. Aber die sind nicht so, also aber ein Gorilla ist halt so viel schneller und schlimmer. Du bist in der Mall of Berlin, dann siehst du so um Koss herum, kommt dieser, dieser Gorilla auf dich zugesprungen. Nee. Ja, was Mambas. Ich denke auch, die... Weil die kann ich halt eher mal outrunnen und so die Nacht quasi durchhalten. Also vor allen Dingen kannst du Türen schließen. Genau. Und Schlangen und Türen. Ich würde mir einfach ganz viele Schichten anziehen. Also wenn ich einen Laden aufbekomme von... Stimmt, ist auch so gar nicht so, so blöd. Zara oder... Ja. Kann auch H&M sein. Da bin ich gar nicht picky. Außer C und A, das sterbe ich. Die haben selber gar keinen Bock, also das beißen wir nicht. Ich gucke jetzt mal gerade nach, was eine schwarze Mamba für eine Geschwindigkeit aber hat. Aber das ist halt die Frage, ob man diesen klassischen... Also, durchschnittliche Länge von 2,5 Metern, eine Maximallänge von 4,5 Metern. Alter, längste Giftschlange. 2,5 Meter? Afrikas. Die Geschwindigkeit, in der sie sich fortbewegen, liegt bei bis zu 20 km/h. Aber kurz. Das halten die ja nicht lange. Also 20... Und 20 kann ich auch rennen. Das geht schon. Ja, doch, easy. 20 kannst 20 du. Schaffen. Aber stell dir mal vor, 5 von denen jagen dich in beengten Räumen. Also das die ist Frage ist, sind die koordiniert? Sprechen die sich ab? Das ist die Frage. Aber Jonas, und vor allem ist ja die Frage, Schlangen können das ja meist nur kurz, diesen Sprint. Und das ist ja für die auch sehr anstrengend. Plus, wir sind nachts in den Berliner Arkaden, da ist auch keine Sonne, das heißt, sie sind wechselwarm. So lange haben die eh nicht in sich. Ja, okay, vielleicht. Aber ich meine, die gibt es schon halt Kommt ewig. Doch an, ob es Sommer ist. Ne? Also ich meine, die haben ja tausende an Jahren überlebt Aber auf der Evi Erde. Hat so einen guten Kolmel, zieh dir Schichten an. Ja. Und dann sind die echt nicht mehr so ein Problem. Dann ist vielleicht ein bisschen warm, wenn ich neuen Pullover trage. Ja. Also für mich ist es ein sehr, sehr klarer schwarzer Mamba-Call. Okay. Wirklich. Weil so ein Gorilla, ey, wenn der dich einmal sieht und Bock hat, dann... Ja. Der zerreißt mich ja. Ja. Also da ist ja auch gar nicht mit Verstecken, Tür zu halten oder so. Der reißt das Meinst ja auch. Meinst du nicht, dass du den outsmarten könntest? Ich nicht. Also ich glaube, es geht. Aber wie willst du den outsmarten? Jetzt mal ehrlich, was wäre so dein Call zu sagen, ey, ich outsmarte den Gorilla jetzt? Also erstmal sind Gorillas ja keine Fleischfresser. Ich weiß. So, das heißt, du könntest den einfach in den Supermarkt locken, wenn er dich eh jagt. Mhm. Und da sind so ein Haufen Gemüse und Obst und so. Und dann ist er vielleicht schon so... Och ja. Also weil hier ist mein einziger Gedanke. Mit einer Schlange kannst du nicht verhandeln. Der wäre dann so. Du kannst nicht, es gibt keine Verhandlung mit einer Schlange. Der Gorilla gar nicht. Aber mit Gorillas kann man verhandeln. Das stimmt. Du kannst vielleicht der Gorilla wäre so, ach, hier sind ja meine Bananen. Warum sind die hier? Of all places. Also verhandeln ist natürlich ein großes Wort, aber dem kannst du was hinrollen, der ist dann so, ein Apfel. Ja. Dann hätten wir jetzt hier wohl einen Apfel. Ja, oder du machst irgendwie so Coco Puffs oder sowas auf. Und dann ist das wird sein Mindflashen, weil er ist ja einmal, dann wird er einfach nur noch den
den Rest der Nacht damit verbringen, sich durch die Cerealien durchzusetzen. Könntest du vielleicht über die Anlage so Dschungelmusik anmachen, damit er denkt, damit er sich beruhigt? Ja, genau. Du die Anlage auf und bist so, can you feel the love tonight? Und du hörst so. Was ist denn dein Chor, Jonas? Weil ich bin für mich immer noch wirklich locker Schwarze Mambas. Oh, ich hab's halt nicht so mit Schlangen, Alter. Ich mag Schlangen auch gar nicht. Boah, ich hasse Schlangen. Es geht ja wirklich nur, wie überlebe ich wahrscheinlich eine Nacht in einer Mall. Ich habe Respekt vor Schlangen, will ich an der Stelle sagen. Ist nichts Persönliches. Wir wünschen auch allen Schlangen alles Gute, ja, wenn wir auch nochmal sagen. Gerade für die Schwarze Mamba immer nur Gutes. Immer nur Gutes. Aber mit 5 von denen in einer Mall, du weißt ja auch nicht, wo die sind. Das ist halt der wirklich gemeine Fakt. Der Gorilla, den findest du. Das ist den quasi das ganze Konzept von Snakes on the Plane. Du weißt nicht genau, wo die sind. Snakes in the Mall, ja. Snakes in the Mall. Snakes in the Mall oder King Kong in the Mall. Ey, dann klingt ja TikTok gerade, ist ja richtig fun. Ey, ich liebe TikTok. Nee, das sind die einzigen Fun-Sachen. Ja, ansonsten auch sehr viele Rechtsextreme mit ganz vielen Likes. Ja. Ganz viele Nazis. Was sagen die so? Aus den heraus und so. Ja. Ja. Ich habe so ein niedliches Video gesehen von so einem alten Mann mit so einer AfD-Mütze, der auf so einer Demo mitläuft. Ja. Ne? Und eigentlich sollte mich das ärgern, aber es hat mich so zum Lachen gebracht heute mehrfach, weil er läuft da ran und die Reporterin fragt ihn so, was er will. Ne? Und er so, ja, Ausländer raus. Und sie meint so, also ja, okay, aber warum denn? Und er so, nee, Ausländer raus. Die Syrer raus, die Afghanen raus, die anderen, die Afrikaner raus, die Schwulen raus. Und ich sage so, das ist eine weirde Reihe. Ja. Lass ihn der könnte für immer weitermachen. Nee, vor allen Dingen, aber ich denke immer so, sind Schwule für ihn Ausländer? Also ist das, also versteht er, denkt er, dass Schwule aus dem Ausland kommen? Dass es keine deutschen nativen Schwulen gibt. Ich glaube, er weiß es, aber die müssen auch raus. Ja. Okay, die müssen auch raus. Ja. Und dann hat sie ihn nochmal gefragt, ja, aber warum denn? Ja, ich kann die nicht leiden. wie so ein Fünfjähriger. Wow. Einfach so, ich mag die nicht. Das ist mein Sandkasten. Ja, raus aus meinem Sandkasten. Und ich fand es so funny, weil es einfach so... Es bricht so runter. Ja, es bricht wirklich runter. Es steckt nichts dahinter, außer ich mag die nicht. Ja, ja. So eine ganz diffuse Angst. Ja. Ich hatte einmal neulich auch einen Clip gesehen. Es gibt so einen China-Influencer. Wahrscheinlich habt ihr den auch schon mal gesehen. Das ist so ein Rapper. Der Weiße. Der Weiße, genau. Ja, der Deutsche. Weiße. Der lebt auch in China. Der lebt in China und zeigt quasi so Leben in China, ob das jetzt war, realistisch oder nicht. China hat ganz viele Probleme, diese zeigt er auf jeden Fall nicht, aber er zeigt, wie sein Alltag in China ist. So. Ja. Und er hatte so Nazis raus Pullover in einem seiner Clips, Reels drin, wo er quasi irgendwo was isst und dann sieht man die Aussicht. War eigentlich ganz schön. So. Eigentlich sehr harmlos. Und dann in den Kommentaren komplett so entfolgt und dann also unfollow, was ein schlimmer Pullover, so. Und ein Kommentar war richtig witzig, fand ich. So, warum trägst du ein Pullover über Leute, die es vor 80 Jahren gab? Und ich denke so, was? Das ist komplett falsch. Die Leute sind komplette Lulu. Genau, also so, oh Mann, ey, warum regst du dich dann so auf? Ja, exakt. Also anscheinend vertrittst du die Interessen der Leute, die es vor 80 Jahren. Weil mich regt's ja gar nicht auf. Ja. Genau. Aber das wäre mal ein toller Test, einfach so ein so ein Pulli machen, keine Ahnung, was ist ein gutes Beispiel? Spartaner raus oder so? Ja, schon zu alt wieder, oder? Ja oder Römer raus. Römer raus? Römer raus aus Deutschland. Weißt du, was das Problem ist? Bismarck raus. Geh nochmal eine Stufe davor. Oh, da kriegst du richtig Ärger. Preußen Bismarck war ein Held. Ja, also ein Held, du. Ja, Held, wie die Leute da niedergeschossen hat, als sie Sozialgesetze wollten. Spassen. Nee, fand ich ganz, ganz bizarr. Ich bin einmal die Woche einmal auf TikTok und ich sehe wirklich nur ganz viele rechte. Ja, das ist richtig krass. Ja, die haben gerade eine große Offensive, was TikTok angeht. Ja. Aber ich habe noch eine harmlosere Frage von TikTok, die ich auch gesehen habe. Wenn ihr an eine Sache in eurem Leben eine Null ranhängen könntet, welche Sache wäre das? Alter ist ziemlich gut. Alter? Also wie alt du werden willst oder wie alt du bist? Weil das ist ein Unterschied. Weiß ich nicht. Du kannst ja auch an deine Lebenserwartung eine ranhängen. Ja, zum Beispiel. Finde ich kein schlechter Call. Habe ich auch überlegt. Ich finde, das ist eine der besten 420 Nullen. Jahre? Ja, das ist sehr, sehr gut. Frage ist halt, ob man das, also ich finde, das ist ein guter Call, wo man da auch überlegen muss, will ich denn 900 werden? Warum solltest du 900 werden? Das geht, wenn man zum Beispiel sagt, meine dann Lebenserwartung. Dann müsste es ja schon 90 sein. Nee. Um dir da eine Null ranzuhängen. Du kannst ja auch sagen, ich würde gerne, dass man an meine Lebenserwartung eine Null kommt. Ach so, das was, aber das wissen wir ja nicht.
Also naja, aber du ja hast ja eine Lebenserwartung. Ja, aber dann wird's ja aber die kann ja morgen ja nicht zu Ende sein. Genau. Mhm. Aber wenn du dann jetzt 420 bist und der Körper noch normal funktioniert, dann bist du sofort tot. Naja, oder ich bin 420 und bin in diesem Zustand. Aber das stimmt, ich hätte lieber das, weil wenn du... Aber dann bist du ja 462, du bist ja nicht mehr älter hinten raus. Wenn du 90 bist, warum nicht? Dann bist du schon alt, dann hast du 900 Jahre, bist du alt. Dann sage ich lieber jetzt, dann bin ich 28, dann hänge ich jetzt eine neue rein, dann bleibe ich in diesem Zustand 280 Jahre. Verstehst du, was ich meine? Das geht nee, ja. Ehrlich gesagt, ja, ich stehe auf dem Schlauch gerade, glaube ich. Nee, also ich verstehe, wo hier gerade das Problem ist. Also ja. Du meinst damit, jeder von uns hat eine natürliche Lebenserwartung, genau. Sagen wir mal, keine Ahnung, 80 Jahre ist ja so ein Durchschnittswert. Ja. Und wir hängen da einfach eine Null ran, das heißt, es ist ab jetzt 800 Jahre. Mhm. Heißt das denn aber auch, wir altern langsamer? Ja. Das müssen wir uns in diesem Gedankenexperiment müssen wir ja. Ja, stimmt, also, weil wir müssen uns ja dann, also dann darauf proportional auch daran altern. Genau. So 60 und wäre wie 600. Und dann läuft es aber auf selbe raus, wenn er sagt, er will eine Null ranhängen an 28. Hm? Dann würde man ja sagen, okay, die ersten, ja, weiß ich gerade gar nicht, die ersten 28 Jahre ist er so schnell gealtert, aber dann, wenn er in derselben Geschwindigkeit weiter altern würde, wie er... Nice, ich merke, wir haben gerade ein geiles Fass geöffnet. Ja, das ist schwierig. Ja? Das ist schwierig. Das würde heißen, der Metabolismus müsste jetzt... Super runter slow. Nee, beziehungsweise eigentlich. So Zellverfall angeht. Ja, genau, Zellverfall ist eigentlich das Problem. Also, ja, beziehungsweise diese natürliche, wir haben ja so eine Art natürliche, wie heißt denn das? Obsolität oder so heißt das? Da musst du jetzt nicht diese Wörter hier benutzen. Nee, aber kennt ihr das nicht? Gibt es eigentlich diesen einen geilen Kevin Hart-Clip aus irgendeinem Film, wo er sagt, naja, das Wort, was du kennst, das weiß ich nicht. Und du benutzt diese großen Worte, ja, und weil ich es nicht kenne, werde ich es als Disrespekt an. wie heißt denn das? Es gibt, das kennst du bestimmt auch. Das kann bei, hundertprozentig gibt es auch bei Siemens. Du warst ja bei Siemens. Mhm. es gibt dieses Ding, irgendwann, ne, wurden Waschmaschinen und so weiter einfach so gut, dass man wusste, die halten 30, 40 Jahre. Also bauen wir die so, dass sie 5 halten. Genau, genau, weil die wollten, dass die Leute dann wieder eine neue kaufen müssen, sonst hat das Unternehmen ja nichts davon. Also, und es gibt ein Wort dafür, Obsolität, ja, oder so. Ja, es kann sein, dass es so heißt, aber ich weiß, eingebaut, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe ja, also, dass einfach Dinge ein natürliches Ende finden, sage ich mal. Mhm. Und das haben wir ja auch. Wir haben ja auch ein natürliches Ende, wir können nicht für immer leben. Selbst wenn wir uns perfekt ernähren und auf alles achten und uns nie verletzen und so. Mit 90 ist vorbei oder mit 100 oder wann auch immer. Ja. Unter den besten. Ich glaube, 100, 120, 130 ist gerade das, was man glaubt, was so im perfekten Fall rausgeholt werden kann. Genau, aber das ist ja dann auch nochmal individuell, weil manche von uns leben offensichtlich aus genetischen Gründen länger als andere. Ja. Also ich finde, null ans Leben oder Lebenserwartung hängen nicht schlecht. Das ist halt auch gefährlich, ne? Also wenn man dann einfach normal weiteraltert und man ist mit 90 schon ein richtiger Greis und dann... Ja. Und dann geht's einfach nur weiter? Ja. Ja, und so Leute, die man liebt, sterben. Man altert so quasi an denen vorbei. da gibt's nicht... Du, ich sag dir, Leute, kommen und gehen. Das ist einfach... Freundschaften bleiben. Das Circle of Life. Circle of Life. Menschen werden Gras, Gnus essen Gras, ich esse Gnus. Weil ich muss sagen, ich habe das natürlich auch überlegt, ob man eine Null ans Alter hängt. Ja. Und ich finde die Frage gar nicht so einfach, ob ich das wollen würde. Ob ich 800 Jahre alt aber, guck mal, wollen kann, werden könntest würde. Dann praktisch, du musst ja nicht den Kontakt zu deiner Familie verlieren deswegen. Du hast ja jetzt schon ein Kind. Geht dann durch andere Generationen quasi hat durch. Ein Kind, ein Kind, ne, und so weiter. Boah, krass. Und du bist sozusagen einfach sowas wie so ein... Und dann siehst du so ein paar Generationen später, macht so ein Kind eine bestimmte Sache. Und du bist so, eigentlich bin genau, also das hat er von mir sozusagen. Ja. Ja. Wie gesagt, in dem Fall vielleicht sogar wirklich, weil du noch da bist. Also er könnte tatsächlich von dir gelernt haben. Das ist krass. Aber ja. Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen. Es ist sehr, sehr dumm und kitschig, aber ich glaube, es gibt schon, es macht das Leben besser, wenn man weiß, man hat nur diese bestimmte Zeit. Naja, du weißt ja da. Genau. Ja, nur ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, es gibt schon. Also statt 120 ungefähr also dann das Doppelte, aber auch auf knapp den Nerv dreifache. Man muss auf dem Nerv der Zeit bleiben. Es gibt ja Leute, die sind jetzt schon alt. Also die Alter. Du bist ja really outdated mit 412. Genau. So die Jugend von heute. Wie meint man von der? Da musst du schon darauf ankommen lassen, immer alles mitzumachen. Mhm. Und ich glaube, irgendwann wirst du ja, es gibt ja schon einen Grund, warum irgendwann alle Leute sich zurückziehen, einfach so ihr kleines. Aber es liegt ja auch daran, dass sie meist alt werden. Genau, ja. Genau. Wenn der Altersprozess dann auch verschoben wäre, also du halt mit 400 Jahren wie 40 bist. Ich sag mal, bei seinen 280 Jahren, die letzten 80 Jahre wären schon ein bisschen anstrengend. Bei seinen? Ja. Wieso? Na, er hat 280 Jahre, die letzten 80 Jahre werden. Sind dann auf dem Decline. Ne? Ja, also okay. Da ist dann wirklich aber so, das ist halt auch ein langer Decline. Ja, ne? Ja. Das ist dann so die Zeit, die du sonst zwischen 70 und 90 hättest. Also das ist dann schon... Das zieht sich. Ja. Oh nee, und dann, ich glaube, dann will man irgendwann sterben.
Ich meine, ich sag mal so, es ist natürlich ein bisschen dark, aber zu sterben hast immer du in der Hand. Ja. So, das, also kann man ja einmal so. Ich habe noch überlegt, was wäre mit der Anzahl an Leben, die man hat, eine Null ranhängen. Also aus einem macht man 10. Ja, das ist sehr smart. Das vielleicht sogar besser. Aber die Frage, ja, aber dann ist ja trotzdem die Frage. Wie wird man wiedergeboren? Genau, das muss man sich ja auch noch überlegen. Bin ich dann quasi mit, weiß ich nicht, 90 tot, komm einmal wieder, bin sofort wieder tot, komm einmal wieder. Weißt du, was ich meine? Das musst du wirklich wie eine Katze. Also jedes Mal, wenn du unnatürlich stirbst, kommst du einfach direkt wieder zurück. Ja, aber was, wenn du schon begraben wirst und dann bist du dann einfach schon da, wach einfach. Nee, das funktioniert natürlich, auf natürlichem Wege sterben zählt da nicht. Genau, es geht eigentlich nicht. Nee, aber wenn du einen Unfall hast und trotzdem schon im Sarg liegst und dann... Nee, Unfall ist dann einfach so, als wäre der Unfall nicht passiert. Ja, nee, oder du hast den Unfall und ich wach sofort wieder auf. 24 Stunden später ist wieder alles in Ordnung und du stehst einfach auf. Ja, von mir ist auch so. In der Leichenhalle. Dieser klassische Filmeffekt. Ja. Oh Gott, hab ich mich erschrocken, alter Vater. Ich wollte gerade über Tod reden. Das war ein riesiges Motorrad, oder? Bei mir ist das Krankenhaus wird gerade neu gebaut und wir reißen erstmal ein Haus ab. Boah, ich bin so lang. Das habt ihr jetzt auf der jedenfalls der Klassiker, die ziehen so den Leichensack aus diesem Schrank raus so und du bist so darauf habe ich eigentlich am meisten Bock. Kann mir nur den Teil machen? Moment. Ja, ich will einfach so ein paar Leute in der Leichenhalle so richtig schockieren. Ja. Also wie gesagt, ich finde 10 Leben auch nicht schlecht, wenn man dann weiß, dass man relativ sicher ist bis zu dem Moment, wo es dann natürlich vorbei ist. Ja. Weil 10 Unfälle, die dich umbringen, schon sehr unwahrscheinlich. Aber würdest du nicht automatisch auch gefährlicher leben? 100%. Also ich würde auf jeden Fall gegen Girachenkämpfen versuchen. Ich würde jetzt auf jeden Fall. Ja, ich würde bestimmt verrücktere Sachen machen. Wahrscheinlich würde ich Motorrad fahren oder so eine Kacke, von der ich mit einem Leben weiß, oh, das ist mir eigentlich zu gefährlich, um das zu machen. Ja. Aber das ist ja auch geil, weil man dann das Leben ein bisschen anders ausreizt. Ja. Das ist ja irgendwie auch ganz geil. Mhm. Also ich finde das mit dem Leben gar nicht. Also ich hätte was ganz dumm Plumpes gesagt, einfach eine Null an den Kontostand. Also weiß sehr ich einfach. Weiß sehr ich nicht, was mit 160 Euro, Euro machen. Also aber ich muss ehrlich sagen, das würde sich, ich meine es echt ernst, bei meinem Kontostand, das lohnt sich nicht. Meine ich es wirklich ernst. Echt nicht? Das wäre nett, aber nicht, als nicht verrückt. Ja, bei mir würde das auch, also nicht. Es würde ein bisschen was ändern, aber wirklich dramatisch. Eine Null ist nicht so viel. Also eine Null, das kommt darauf an, wo da du schon noch bist. Arbeiten. Ja. Genau, wenn du eine Million hast und du hängst eine Null an, okay. Das ist eine wertvolle Null. Ja. Oder 10 Millionen, eine ran. Aber wie gesagt, wertvoller. Wenn du so 3.000 Euro hast und du hängst eine Null an, okay, 30.000 Euro, okay, cool. Aber, das ist cool. Ja. Aber im Vergleich zu 10 Leben haben. Oder 27.000 Euro Gewinn oder 10 Leben. Naja, wenn du 10.000 hast und dann kannst du sagen, dann den Zünder, dann kannst du sagen 100.000. Schon nicht schlecht. Also ich bin bei dir. Aber im Vergleich schon nicht zu schlecht. 400 Jahre Leben oder so. Ich glaube, es ist besser. Nein. Ich glaube, es ist besser. Nein. Dann hast du einfach ein schönes. Denk mal darüber nach, was du jetzt anlegen könntest, wenn du wüsstest, du lebst 400 Jahre. Ja, aber ich will doch jetzt die Lorbeeren haben. Ich will jetzt. Ja, ich will jetzt. Weil du musst Delayed Gratification machen. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt geil. Das ist dein Problem. Deswegen musst du immer arm bleiben. Investiert. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Was ist denn, wenn du eine Null an alle deine Gagen ab morgen hängst? Es ist so viel besser. Das ist doch so viel besser, oder? So viel besser. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ja, das aber jetzt ist jede Gage mit einer Null mehr. Okay, das ist was anderes. Einkommen, ist, was anderes. Genau, das hätte ich auch nochmal überlegt. Dann lieber das Einkommen korrigieren. Besser, ich war es wieder 1.000 Mal besser. Dann ist, glaube ich, nice. Ja. Dann hast du so gute Gagen, kannst ein bisschen und vor dich hinpimmeln. Gespräche sind immer komisch mit Kollegen. Dann, wie viel hast du bekommen? 2.500 Euro? Moment, was? Die haben gesagt, mehr ist da gar nicht drin. Mit 250. Aber stell euch mal vor, das wird doch auch geil, oder? An jede Gage ab jetzt Null. Lass mich mal was potenziell Unangenehmes reinbringen, aber wir probieren es einfach mal aus. Ja. Was ist, wenn ihr an eure Orgasmen, die ihr haben könnt beim Sex, eine Null ranhängt? Statt einem einfach 10. Zehn? Ja, ist ziemlich geil. Zum Beispiel. Aber ist nicht, das ist ein sehr guter... Wie orgasme ich dann? Dann ist jetzt 10 mal Dollar? Keine Ahnung. Das müssen wir überlegen. Habe ich 10 mal einen Orgasmus nacheinander? Frauen können das ja teilweise. Ja. Frauen können ja teilweise, also sogar mehr als 10 Orgasmen technisch gesehen haben. So. Und stell dir mal vor, du hättest jetzt einfach diese Ability, nicht nur hast du diese Ability, 10 sind zum Beispiel mal garantiert, auf jeden Fall. Ist nicht schlecht. Ich hätte lieber einen Orgasmus, der 10 mal so doll ist. Dass er mir so richtig das Gehirn frittiert. Ja. Das ist halt die Sache. Ich glaube, stimmt, das ist wirklich, das ist, glaube ich, wirklich zu doll. Also ich glaube... Für dich vielleicht. Ich glaube, so ein Orgasmus ist so eine einmalige Sache.
und sollte auch als, einmalige Sache gesehen. Ich meine, es ist mehr als ein Orgasmus im Leben. Naja, meine ich ja. Also nee, pro Session meine ich. Es geht ja einmalig, fand ich gerade ich glaube, für den, also es ist schon so, du hast Sex und da, wo du einen Orgasmus hättest, hättest du praktisch dann 10 hintereinander. Und ich glaube, dieser Dopaminausschuss, den man bekommt, würde dann, glaube ich, das Tief muss dann noch krasser sein. Also, ja. Also 10 Orgasmen nacheinander, das zieht sich ja dann auch. Also ja auch irgendwie komisch, wenn du dann einfach so eine Minute 45 so vor dich hinkommst. Das ist ja auch, komisch, wenn man beim ersten Mal noch was rauskommt und dann ist einfach so. Und dann fängst du dich kurz. Ist ja voll ruhig. Ja, aber es fühlt sich wahrscheinlich fantastisch. Ja. Wahrscheinlich ist es fantastisch. Ja. Ja, aber ich glaube, das muss eine krasse Post-Nut-Clarity sein. Ja. Du bist danach ein Professor, ey, wirklich. Scheiße. Du hast so recht. Ich sollte Rechnung schreiben. Ja. Ich habe auch noch überlegt, was ist, wenn Sachen, die man isst, 10-mal so gut schmecken. Oh ja, das ist auch gut. Weil das wäre ja so eine... Aber warte mal, du kannst ja nur eine 0 anhängen. Also, die schmecken einmal gut. Das ist keine richtige Einheit. Nee, du hast recht, ich mache gerade eher mal 10 und nicht 0 ran. Geschmackssinn quasi, du kannst quasi den Geschmackssinn... Nee, Jonas hat leider einen ganz guten Punkt. Ich habe es gerade eher mal 10 genommen, anstatt eine 0 ranzuhängen. Ach so, stimmt. Du hast ja nicht mal einen Wert gehabt. Ja. Ja. Ich hatte ja einen Orgasmus. Ich habe ja nicht einen Geschmack. Ja. Das funktioniert ja nicht. Ich kann sagen, ein Gericht. 10-mal eine Currywurst. Okay. Aber ich meine, das habe ich verschwendet. Das wäre auch eine Option, dass man sagt, jedes Mal, wenn du was zu essen kaufst, ein Item. Genau. Ja, also du kaufst einen Döner, du kriegst automatisch 10. Ja, aber das ist gar nicht praktikabel. Aber 10 ist einfach ganz oft zu viel Döner. Ja. Aber du das ist ein ganz komisches Leben. Aber du gibst dann meinetwegen allen möglichen Obdachlosen und sowas. Ich weiß. Du bist dann so ein richtiger laufender Jesus. Du bist dann wirklich ein laufender Jesus. Den Bedürftigen dann, kannst du richtig... Ja, kannst du immer so 10 Kilo Mehl dabei. Ich würde jeden Würfelwurf in D&D eine Null ranhängen. Das ganze Spiel einfach nur kaputt. Ja, das ist einfach nur nicht mehr Spaß. Er kann so fliegen. Ja, ich mache alles die ganze Zeit. Ja. Nee, das ist uncool, das reicht. Das ist die Frage, so nimmt man dem Leben quasi die eigene gute Sache, die es schon gibt, so quasi. Das meinst also du? Essen kann ja auch, ist ja offensichtlich jetzt schon geil, wenn man es richtig macht. Genau, allein weil ich es verzehnfachen will, zeigt ja, wie geil ich es finde. Es ist schon notwendig, das Gute zu verzehnfachen. Ja. Warum nicht etwas nehmen, was so semi-gut ist und das quasi... Gagen halt. Ich finde wirklich, ohne mit an eine Gage eine Null hängen, wie das unser aller Leben verändern würde. Ja. Es wäre verrückt. Ja. So das oder... Wie gesagt, ich finde halt auch die Null an die Lebenserwartung auch immer noch spannend, aber ich glaube, mir wäre es zu lang. Falk, ja. Kinder. Null ranhängen. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Warst du einen Gedanken und plötzlich hast du so 10 Kinder. Oh, das ist furchtbar. Einfach so im Kopf entschieden. Oh, da könnte ich ja nicht null ranhängen. Oh, da krieg ich schwitzige Hände. Ich habe schwitzige Hände gerade gekriegt. Nee, gar keinen Fall. Ich glaube, das kann man nicht toppen. Was? Überlegt die Gagen. Das kann man nicht. Naja, ich finde, Lebenserwartung ist auch noch ganz weit oben mit. Und die Anzahl an Leben. Die Sache ist halt auch nicht, wie du weißt ja nicht, also was ist, wenn du aus irgendeinem Grund nicht mehr auftreten kannst demnächst? Dann ist es mit den Gagen ja auch vorbei. Na, dann können wir ja sagen, Gehälter. Alles, was du verdienst, kriegt immer eine Null rein. Okay. Das heißt, wenn du fest angestellt werden müsstest... Okay, aber clevere Chefs würden es ja wissen. Dann irgendwann würde sich das rumsprechen. Nee, so kann es dann in der Logik nicht funktionieren. Du musst dann schon den 12-Euro-Job oder so haben und du kriegst aber 120. Was wäre das Schlechteste, wo man das investiert? Aber würde man dann nicht einfach bei Lidl arbeiten? Weißt aber du, warum nicht? Wenn du 120 Euro die Stunde kriegst, Na wirklich, so, klar, mach machst doch. Du zwei Schichten die Woche und machst dir einen Larry, dann gehst du dann nicht mehr auftreten und schreiben. Was ist so? Und dann kannst du ja noch das machen. Dann hast du einmal ganz viel Zeit für dich. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, daran zu gehen. Ich glaube, das Dümmste, was man diese neu ranpacken könnte, wäre die Miete, glaube ich. Ja, einfach mal nur kurz, die Miete. Das mit den Gehältern, funktioniert das auch, wenn man bettelt? Ah. Also jemand gibt dir 1 Euro und es werden automatisch 10 drauf. Weiß ich, die können wir gern so machen. Ich glaube immer nur, dass ein Scheißkick ist. 500 Cent. Ja. 5 Euro ist immer noch ein Scheißkick. Aber wie schnell das geht. Das ist krass eigentlich, eine krasse Aussage für Obdachlose. Selbst wenn du eine 0 dranhängst. Ist immer noch schwierig. Scheiße. Oh, das muss die, das dürfen wir. Das dürfen die nicht hören. Ne? Hoffentlich habe ich kein Spotify. Das dürfen die nicht hören. Das nimmt mir ganz viel Motivation raum. Ja. Oh Gott. Also ihr müsst euch jetzt festlegen. Wir müssen bald zum Ende kommen. Ich schenke euch die Null. Wo hängt ihr sie ran? Jetzt müsst ihr kommen. Ja, ich meine, das hast du jetzt so einen guten Case dafür gemacht. Ja, da muss man eigentlich. Ich gehe trotzdem mit meiner Short Gratification. Ich mache das die Kontozahl. So, ich weiß. Jetzt aktuell. Ja. Oder du behältst dir das für einen bestimmten Der Punkt. Der feine Herr, das lässt aber tief blicken. Ja.
bisschen vielleicht. Ich hebe sparsam, ich habe keine großen Ausgaben. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Nee, ich habe auf jeden Fall gehalten. Ich habe auf jeden Fall gehalten. Mann, ich habe es jetzt auch für die Dramaturgie gemacht. Mit einer Serena Schule, so, es muss doch immer. Meckert er hier einen Raum wie ein Rollspatz. Ah, warte, eine Sache würde ich noch nehmen. Man kann Kraft ja in Newton ausdrücken. Ja. Und die Kraft. Ja. Die Kraft, die ich ausüben kann, null hinten ran. Das ist verdammt krass. Bin ich schlecht. Uiuiui, ui, Leute. Ja. Das ist verdammt krass. Weil, wisst ihr, was dann passiert? Ihr kriegt eure Gage und ich nehme sie. Ich bin so, gib das her. Aber du bist nicht mehr Muckis. Du bist trotzdem quasi. Ich bin, wie ich bin. Mhm. Aber die aber Kraft, die ich maximal. Aber die würde skalieren. Das heißt, wenn du jetzt trainieren ja, noch genau. würdest. Ja, stimmt. Es würde noch viel krasser werden. Finde ich es eigentlich ein geiler Call. Ein geiler Call. Einfach 10-mal stärker sein. Ja. Alter, das ist ja verrückt. Ich weiß gar nicht, ob es 10-mal wäre oder ob es nicht deutlich mehr wäre sogar. Das weiß ich nicht. Komm, ob das Newton oder Kilo Newton. Genau, genau. Du musst dann gucken, ist es Newton, ist es Kilo? Wie misst du das? Ja, es ist bei Joule wird es, glaube ich, einfach da nicht so viel, der Unterschied. Aber dann würde man ja das Optimum nehmen. Wollte ich ganz sagen, jetzt kannst du dir ja zurechtrechnen. Ruf ich vorher mal einen Physikerkumpel an. Ja, das ist geil. Ich versuche gerade dann nehme ich das, bisschen, das ist meins. Bisschen abzunehmen, aber ich habe überlegt, an den Kalorienverbrauch, den man quasi hat, eine neue reinhängen, aber dann stirbt man einfach. Wenn ich aus 1000... Brauchst du 10.000 Kalorien am Tag. 10.000, das ist kann ich ja nicht zu... Kann ich, kannst du schon, aber das ist eine Qual. Ja, ja. Das ist wirklich eine Qual, 10.000 Kalorien. Dann wäre eher... Dann spülst du Nudeln mit Cola runter, das wird richtig rough. Dann wäre andersrum vielleicht eigentlich fast... Also wenn man jetzt nur auf effizient geht, dass man halt sagt, so alles, was ich esse, kriegt eine Null hinten dran, dann isst du morgens einen Schokoriegel und hast den ganzen Tag, weißt du, also so in dem Dreh. Aber es macht ja Spaß, warum sollte ich nur einen Schokoriegel essen? Ja genau, also ich würde es auch nicht machen. Ich würde es auch nicht machen. Ja. Zumal du würdest ja nicht mal abnehmen, weil du kriegst ja trotzdem die Energie. Ja. Das macht ja, also es macht, nee, Stärke ist geil. Einfach, das finde ich geil. Ja. Also ich würde es nicht nehmen, aber ich finde den Gedanken super nice. Nicht vergessen. Einfach so eine Tür rausreißen. Das translatet sich auch direkt zu der Geschwindigkeit, mit der ihr rennen könnt. Ja, so. Also alles Kraft. Sagen wir quasi, du hast jetzt die körperliche Stärke. Wie wäre es mit Intelligenz? Würde ich bei euch eine neue Habe ich auch noch überlegt. IQ hinten einen ranhängen. Oh nee, ich glaube, du wärst so unglücklich. Wär's auch. Oh, ich bin jetzt schon unglücklich mit meiner Intelligenz. Ich will nicht noch intelligenter werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, was das überhaupt macht. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube alles, was normale Menschen wichtig finden, wird für dich absolut bedeutungslos. Weil du das alles ist in für mich so einen so großen... so weit weg, kann mir es gar nicht vorstellen. Das ist alles du siehst einfach so viel mehr gleichzeitig, du kannst so viel mehr Fakten und so weiter gleichzeitig durchprozessieren. Dann kommt halt irgendjemand an und ist so, ja, ich bin jetzt gerade in die verliebt und du bist so, Liebe spielt keine Rolle. Aber ist es Intelligenz? Wir müssen dann überlegen, welche Intelligenz wir nehmen. Intelligenz will ich auch unempathisch sein. Das ist für mich gibt ja auch soziale Intelligenz, hat er recht. Dass du dann voll verstehst. Ja, aber oh mein Gott. Ja. Also das ist ja, oh Gott. Nee. Ja, aber wenn wir an Intelligenz eine Null jetzt schon manchmal mit Empathie überfordert. Aber wenn wir an Intelligenz eine Null ranhängen, dann muss es auch emotionale sein, körperliche, es gibt es ja jetzt inzwischen wohl auch noch. Koordinations. Gibt's nicht. Voll. Also es war schon immer. Mutterkortex. Ja. Aber dann würde ich vielleicht lieber sagen, such dir eins davon aus. Also mach zum Beispiel irgendwie, ich möchte, dass meine motorische Intelligenz eine Null hinten ranbekommt. Dann bist du halt der begnadeste Athlet, der je gelebt hat. Ja. Selbst wenn du nicht topfit bist, kannst du dich so krass bewegen, dass du wärst der beste Tänzer, der beste Basketballspieler, was auch immer. Null an die Gage. Ich würde bei Kraft, so viel mehr Geld Ich weiß, machen, was wenn nächste ich Woche überwiesen wird. Ich hätte so viel Spaß mit der Kraft. Ich hätte 100%, so viel Spaß. 100%. Und Geld wäre auch kein Problem, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, das Erste, was du machen würdest, wäre einfach... Du brichst einfach so einen Geldtransporter auf zu deinen Händen und nimmst einfach raus. Ich mach meine Gagenverhandlung, wenn ich dir einfach die Hand gebe und ich halte so fest. Aber du würdest festgenommen werden. Wie viele Nullen sind hinten? Würdest trotzdem irgendwie... Nicht, wenn ich einfach nur die Hand schüttle. Wie viele Nullen sind hinten? Wie viele Nullen sind denn hinten? Das würde auffallen, glaube ich. Und dann knirscht es schon so. Und die sind und dann reißt du einfach so langsam den Arm vom Körper. Nee, ich glaube, das klingt gut. Ja, aber wer soll mich festlegen? Aber ich glaube, mir Handschellen. Ich mach so. Aber du kannst ja erschossen werden. Du kannst erschossen werden. Also das ist ja... Du bist nicht zehnmal... deine Haut ist nicht zehnmal dicker. Und das würde auch nicht reichen. Du kannst um eine gute... Du kannst, glaube ich, 300 oder 400 Rolle spielen. Das lasse ich dir. Die kannst du dich rein erpressen mit Gewalt. Genau. Aber du bist nicht... Aber das also jetzt überhaupt mit Jonas im Kapitol in Mannheim. Hat er sich reingeprügelt. Ich glaube, das ist cool, aber ich glaube sogar frustrierend im Alltag. Weil nichts, einfach aufgemacht. Nichts ist für deine Kraft gemacht. Also... Du kannst nicht so... Das ist ja nur meine Top-Kraft, ich muss sie ja nicht einsetzen. Okay. Aber was halt an der Kraftfrage spannend ist, ist, weißt du, wenn ich jetzt sage, eine Null an die Gage, ich lebe ja eigentlich das gleiche Leben reich. Ja. Aber er
kriegt ein anderes Leben. Komplett. Das ist halt interessant. Ich werd mit Absicht U-Bahn fahren. einfach nur. Was würdest du machen? Ja, ich sag mal so, wenn jemand da laut Musik drückt, gehe ich einfach mal hin und mache einmal so Knick und dann ist das Handy weg. Einfach kaputt. Dann bin ich sowas, willst du dann machen. Okay, und wenn er dich haut, spürst du dann keinen Schmerz? Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, du würdest safe Schmerz fühlen. Das hat sich nicht verändert. Schmerz fühlen, aber was zum Beispiel nicht passieren würde, ist, dass er deinen Kopf rumruckt. Ja. Ja, stimmt. Der ist sehr stabil. Wird einfach gegenprallen, weil dein Nacken den festhält. Wie bei so einem Kindring dann einfach so ein bisschen. Ja, genau. Aber stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und du hast dein Handy in der Hand und der drückt es mit zwei Fingern so zusammen. Das ist ja verrückt. Ich glaube nicht, dass du sagst, ich glaube, da prügel ich mich jetzt. Ja. Du bist sofort so, das ist ja ein Monster. Ja. Du müsstest aufpassen, dass wenn Leute sehen, wie viel Kraft du hast, könnte es sein, dass du so vom Militär festgenommen wirst, so aus Experimentgründen, wie das in Filmen manchmal ist. Dann würde ich sagen, ey, jemand hat mich gefragt, wo will ich eine Null dranhängen? Versuch das mal dem FBI zu erklären. Promo für den Podcast machen. Ja, das ist ja auch immer spannend. Sobald man irgendwas isst, was es nicht gibt, wär wie zaubern können. Es wäre ja sofort scheiße, weil du festgenommen wirst und ein Testobjekt bist, bis du stirbst. Das kann ich mir vorstellen, dass das quasi so gemacht wird. Deswegen. Aber auf der anderen Seite könntest du halt auch ausbrechen. Ne? Also, du müsstest so dir irgendwo der Wildnis. Es würde halt kein Gefängnis geben, was darauf vorbereitet ist, dass jemand diese Art von Kraft alles bringt. Boxen einfach. Aber wir müssen das auch nochmal durchrechnen. Vielleicht ist es nämlich gar nicht so viel. Dann brauchst du so 150 Bank drücken kannst. Und du hast so einfach eine Null verschwendet. Wir müssten das wirklich mal, aber wir haben noch locker. Nee, aber er hat recht, weil das würde halt skalieren. Ne? Also wenn ich dann, wenn du bräuchtest so einen Punchautomaten, du möchtest so einen Punchautomaten hauen, gucken und dann die Zahl könnte man. Ey, wollen wir das einmal, weil wir müssen bald zum Ende kommen, als Hausaufgabe in die Community geben. Ja. Wir haben doch safe ein, zwei Physiker. Was kann so ein mittelmäßiger Mensch, mittelmäßiger erwachsener Mann an Kraft. Gib dir mal ein bisschen mehr als Mittelmäßig. Ja, ticken bisschen drüber mehr. Von mir aus, aber obwohl ich war gestern im Fitnessstudio. Ich bin so besonders, bin ich nicht, was Kraft angeht. Das ist also einfach so ein normaler, erwachsener Mann, wenn man da da mal durchrechnet, ist es wichtiger, ob das bei Newton, bei Kilojoule, bei was auch immer, was ist die Einheit, wo es sich lohnen würde, eine Null ranzuhängen? Genau, welche Einheit wäre am geilsten? Also wäre es zum Beispiel etwas so, ich kann, keine Ahnung, ich kann 100 Kilo Bank drücken, ich hänge eine Null ran, kann 1000 Kilo Bank drücken, ist ziemlich effektiv. Also das ist schon krass verrückt. Das ist krass. Oh, Lungenvolumen wäre auch cool. Aber dann hättest du so eine große Brust. Nein, die Brust kann einfach mehr Sauerstoff speichern. Ja, ja. Also, aber ich glaube, da musst du dann eher daran denken, was kann dein Blut aufnehmen. Ja, stimmt, genau. Das ist nicht so sehr das Lungenvolumen, es ist tatsächlich, was kann dein Blut aufnehmen. Sehkraft? Auch interessant. Ja. Finde ich auch interessant. Ich sag dir, was real ist, das kannst du nicht machen. Ich sag dir auch, warum. Ja. Es gibt Leute, die haben 160% Sehkraft. Ja, echt? Und die werden verrückt, weil die jedes Staubkorn sehen. Die sehen so krass, ne? Die können hier auf dem Tisch sehen, die einzelnen Staubkörner. Und das führt wirklich dazu, dass die so krankhaft OCD haben. Ich kann mir, die hören nicht auf zu putzen. Ja. Die sind obsessed mit solchen Sachen. Vielleicht habe ich gute Augen. Also vielleicht macht's jetzt. Hast du gute Augen? Weiß nicht, ich habe immer jeden Sehtest bestanden. Kann sein, kann sein. Ja, bei mir haben sie bei 140 damals aufgehört zu testen. Und 140 Sehtests hast du gemacht. Ja, 141. schenken wir uns. Haben wir jetzt oft genug gemacht. Als Kind hatte ich 140% und dann bei der Führerscheinkontrolle, als es nochmal beim Optiker gemacht wurde, hat er bei 120% aufgehört und ich wollte aber weitermachen. Ja, du willst natürlich jetzt ein bisschen. Die Maschinen sind nicht darauf vorbereitet. Er hat gesagt, nein. Und im Nachgespräch kam dann raus, dass er 130% hatte. Und ich glaube, Er hat Angst. Er wollte den Smoke nicht. Ja. Aber hast du das letzte Mal einen Sehtest gemacht? Weil die werden ja meist im Alter schlechter. Her, mit 26. Ich muss jetzt auch bald einen machen, sage ich nächstes Mal, was ich. Ah, wegen Führerschein, ne? Genau. Ja. Bin ich sehr gespannt. Weil meine Augen zum Beispiel, die sind erst so mit Mitte 20, Ende 20 wirklich deutlich schlechter geworden. Ja, vom WoW-Spielen. Ja, nur. WoW-Spielen und Masturbieren, das macht die Augen kaputt. Ja. Hat Jesus immer gesagt. Ja. Wollen wir zum Ende kommen, Freunde? Ist beim Masturbieren was dran mit den Augen? Oder ist das das ist harter Bullshit. Weiter wechseln. Ey, das kann ich. Wenn du die 10 Orgasmen hast, dann bist du ja blind. Ganz kurz, Fun Fact: Ich habe gerade einen Podcast über Nietzsche gehört. Über Nietzsches Schwester, eigentlich, genauer gesagt. Und es war mega interessant. Der Nietzsche war befreundet mit Wagner. Mhm. Ne, wir kennen alle Wagner. Hier Walküren und so. Und Wagner war ein ziemlicher Wichser. Also Antisemit, glaube ich, ne? Antisemit. Yep. Ich glaube auch allgemein unangenehm. Er hat darauf bestanden, dass er einen Balkon gebaut haben muss an seinem Haus und so weiter, weil der muss zum Volk sprechen können. Und so. Wirklich? Ja. Der hat ein Riesen-Ego. Er muss zum Volk sprechen. So.
Und Nietzsche hatte eine Erbkrankheit von seinem Vater, die dazu geführt hat, dass er langsam erblindet ist. Mhm. Und Wagner, damals gab es dieses Gerücht, nämlich, dass man durch Masturbation blind wird, hat das gestreut, dass das daran liegt. Ist das ein Witz? Über seinen Kumpel? Die haben sich dann irgendwann zerstritten. Natürlich. Und danach hat Wagner angefangen zu streuen. Ja, der wird langsam blind, weil der immer am Ornanieren ist, nicht wahr? Ja. Habe ich mit einem Arzt besprochen. Ist Wagner ein Hurensohn? Der ist der größte Wichser, der je gelebt hat. Wow, das ist so ein Hurensohn-Move. Ja. Wow, krass, ey. Und jetzt ist es so, Gerüchte, irgendwann landen die Sachen im Podcast. Ey. Das ist und jetzt, wir jetzt reproduzieren. Aber jetzt haben wir es klargestellt. Stimmt. Wir haben Nietzsche von war Wagner. Kein Wichser. Ja. Und Wagner wiederum schon, obwohl er gut gesehen hat. Ja. So, ja. Und damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, wir haben auch Patreon. Patreon gibt es einmal die Woche eine Plusfolge. Wir werden gleich eine Pause machen, danach nehmen wir eine Plusfolge auf. Wenn ihr durch seid und nicht auf den nächsten Samstag warten könnt, kann ich euch das sehr empfehlen. Ja. Ansonsten, VMD fängt bald an. 1. April. Ich kann alles sagen. 1. April, VMD Staffel 4. Oder es ist ein April-Scherz. Ihr könnt jetzt schon kleine Side-Abenteuer auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und wenn ihr mehr VMD-Content haben wollt, dort gibt es auf Patreon auch ein Tier, was ihr abonnieren könnt. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Georg FK ist dort der Game Master. Ansonsten 18.05. Jonas Imam Uncool im Mehringhof-Theater. Geht da unbedingt hin. Und Falk Pötschek immer zu viel, jetzt auf Tour und immer noch auf Tour. Und ich bin auch immer noch auf Tour mit meinem Soloprogramm. Fühl ich, sucht euch eine Stadt aus, kommt vorbei. Ich habe das Gefühl, wir sind so drei seltene Sticker. Falk hatte vor der Aufnahme gesagt, dass einige Hörer meinten, wir haben jetzt Jonas und Wollen wir das nicht machen? Wollen wir nicht so kleine Heftchen vielleicht? Eigentlich ganz so kleine Stempelkarten. Stempelkarten. Also tatsächlich, der großartige Fabi Rommel hatte das schon gemacht. Ja, ja, stimmt. Aber wir können halt das hier machen. Das stimmt. Das kann so er drei, nicht. Drei Stempel quasi. Nur für jeder so einen eigenen Stempel. Jeder kriegt einen eigenen Stempel. Das kriegt man hin, ne? Ja, ich habe schon mal einen Stempel gehabt. So für Couscous, den haben wir leider irgendwie verloren. Nee, für VMP hatten wir einen. Den haben wir leider irgendwann mal liegen lassen bei einer Show. In Frankfurt haben wir das liegen lassen, Alter. Aber das ist easy. Müssen wir die Hefte irgendwie in den Patreon-Tier einfügen? Kriegen und alles machbar. Und Lohnsrecht sind da. Sind sie wirklich? Sie sind da. Sind sie wirklich? Wir haben sie gesehen. Sie sind wundervoll geworden ja. und gehen an alle Patreons raus, die uns mehr als 6 Monate lang unterstützen. Richtig? Hm? Genau. Ja. Sehr gut. Und weil wir unterstützt haben. Wir machen genau. das. Das haben. Wird nicht in der mehr. Vergangenheit. Gibt es nicht mehr neu. Wir haben es eingesehen. Aber uns war es wichtig, das fertig zu machen. Und wenn ihr das Lohnsrecht trotzdem haben wollt, bitte kommt zu unserer VMP Stand-Up-Show und dort könnt ihr diese erwerben, als Merch quasi. Und die nächste Stand-Up-Show. Du darfst die echt nicht vergessen, ne? Du musst immer welche dabei haben. Genau. Also ich meine, wir haben ja dann, am 12. April ist unsere nächste Stand-Up-Show mit Monkey Room. Ja. Lineups findet ihr auch auf unserem Instagram. Und ja, so viel dazu. Genau, dann komm gut nach Hause. Nehmt mal die volle Kaution. Und Gott schütze das Internet. Tschüss. Geile Folge. Verprügelt mit Punchlines.